Denn wer getrennt ist von dem, der seine Sprache spricht, der wird verstummen, auch wenn er 100 Lieder hätte. Diesen Satz hat sich ein Projekt aus Münster auf die Fahnen geschrieben. Damit Kinder aus Migrantenfamilien in ihrer Muttersprache nicht verstummen, haben Christina Strosig und Antje Sinemus das Projekt Molingula ins Leben gerufen. Seit 2008 arbeiten die beiden gemeinsam mit ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern daran, dass möglichst viele Kinder ihre Muttersprache auch außerhalb der Familie hören und sprechen, indem sie aus Büchern vorgelesen bekommen. Denn im Fokus steht die Schriftsprache. Wir benutzen bei Molingula die Muttersprache der Kinder als Schlüssel, um über diesen Schlüssel das Tor zur literarischen Sprache und damit zur Schriftsprache zu eröffnen. Mit der Muttersprache zum Bücherwurm. Das Projekt Molingula führt Kinder aus Migrantenfamilien in 6 Münsteraner Grundschulen über Bücher und Geschichten in ihrer Muttersprache ans Lesen. Wie genau, das erklärt Projektleiterin Christina Strosig. Das heißt, die Kinder bekommen einmal in der Woche in ihrer Muttersprache vorgelesen. Und zwar muttersprachliche Literatur. Aber das ist nicht alles. Auch die Multilingualität, die Mehrsprachigkeit, darf bei Molingula nicht fehlen. Das ist letztendlich der Ablauf des Projektes, beziehungsweise eine Säule. Diese Vorlesestunden, sprachhomogen, sind die Kinder dann zusammengefasst. Es gibt noch eine zweite Molingula-Säule. Da bekommen die Kinder im Klassenverband zweisprachige Bücher vorgelesen, in Deutsch und in ihrer Muttersprache. Vorleseunterricht auf Deutsch und Türkisch zum Beispiel. Das macht das Projekt. Aber was genau bedeutet Molingula eigentlich? Molingula steht für multilinguale Leseaktivitäten. Ein etwas kompliziertes Wort, aber die Kinder können Molingula ganz gut sprechen. Kinder, ein gutes Stichwort. Wie finden denn die Kinder Molingula? Martin aus der russischen Vorlesegruppe ist ganz begeistert. Mir gefällt es sehr gerne, dass wir so viele Bücher lesen und so richtig viel auftreten. Das ist einfach für mich richtig schön. Er hat auch ein Lieblingsgedicht. Also mein Lieblingsgedicht, das heißt Bukva Ya und das bedeutet auf Russisch Buchstabe Ich, also ich. Und da ging es um einen Buchstaben, der hat gedacht, ich bin der Allerbeste, der Allerschönste. Ich sollte im Vordergrund sein, ich soll der Allererste sein. Aber aber er war nicht so gut, wie er dachte, denn die anderen konnten sich selber schreiben, die Buchstaben, und auch andere Buchstaben. Und er konnte einfach nur sich selber schreiben und hat dann bemerkt, ich kann ohne die anderen nicht auskommen. Und dann hat er das Ganze vergessen mit diesem, ich muss im Vordergrund stehen, und hat einfach gedacht, das sind auch meine Freunde und ich muss auch zu denen halten. Damit Kinder am Ball bleiben, reicht Vorlesen alleine noch nicht. Beim Malen, Basteln oder Theaterspielen können sie kreativ werden und ihre Fantasie freien Lauf lassen. Das motiviert sie zum Weiterlesen. Ein Theaterstück haben wir gemacht. Da haben wir dann Bilder bekommen von Murat. Und dann mussten wir es ausmalen. Die Tiere. Und dann mussten wir die ausschneiden. Dann auf was... draufkleben, ja, glaube ich, auf Pappe kleben, genau. Dann wieder ausschneiden, auf einen Stab kleben. Da hatten wir die Figur und da haben wir ein Theaterstück gemacht. Das Allerwichtigste. Und das ist noch nicht alles, wie Ali erzählt. Also wir posten manchmal Sachen und wir lesen oft Bücher. Und wir haben schon mal ein Buch gebastelt. Also da sind 7 Mäuse blind und da ist ein Gegenstand und jeder läuft drüber und dann sagt er, das ist eine stangenlassene Schlange und dann kommt eine weiße Maus und läuft auf den Rüssel, auf den Schwanz, überall drauf und dann sagt er, das ist ein Elefant. Diese Geschichten aus aller Welt, die in jeder Sprache ihre Botschaft behalten, bringen die Kinder dazu, mehr zu lesen und sich mit ihrer Sprache, ihrem Heimatland und ihren Hintergründen zu beschäftigen. Für mich ist es sehr wichtig, weil ich will auch sehr viel Russisch verstehen, damit ich auch später sehr viel überall hingehen kann, zum Beispiel in Russland, damit ich da auch alles verstehe.
wie man schreibt, wie man liest und wie man redet. Die engagierten Vorleserinnen und Vorleser tragen hierbei eine wichtige Verantwortung. Wie genau läuft denn so eine Stunde ab? Zuerst wird das Buch vorgelesen und dann wird zum Buch diskutiert. Die Kinder tauschen ihre Meinungen aus. Es wird gemalt, gebastelt, aber zum Thema, wegen des Textes, zum Inhalt. Es wird auch gespielt, Theater gibt es auch dazu. Und gibt es irgendwelche Rückmeldungen seitens der Kinder oder Eltern? Die Rückmeldungen von den Eltern bekomme ich meistens in einer indirekten Form, und zwar über die Kinder. Die Kinder berichten sehr oft nach einer Molingula-Veranstaltung, wie begeistert oder gerührt die Eltern waren. Und einmal hatten wir auch einen Vater, der sogar geweint hat. Ich habe das damals nicht gewusst. Oder dieses Jahr, mein Sohn, der ist auch ein Teilnehmer in Norbert-Grundschule. Und ich merke das wegen meinem Sohn. Der sagt jetzt so mehr arabische Wörter zu Hause. So, zum Beispiel die Namen von Tieren oder und er fragt plötzlich, Mama, was heißt das in Arabisch? Ich habe dieses Wort in meinem Kopf, aber ich weiß nicht, was heißt das. Und das freut mich total. Ich denke, an anderen Kinder vielleicht, das genauso wie mein Sohn sind, ja. Und wie sehen die Vorleserinnen und Vorleser selber die Fortschritte der Kinder? Ich sehe das eindeutig als eine Bereicherung oder eine Bereicherungsmöglichkeit. Der Mensch, der die Erstsprache perfekt oder sehr gut beherrscht, braucht auch dieselben Sprachmittel, dieselben Ausdrucksmöglichkeiten, dieselben Begriffe in der anderen Sprache. Ohne die kann er nicht auskommen. Deswegen wird das Sprachniveau der ersten Sprache auch auf die zweite Sprache übertragen. Ich finde das nur positiv. Es gibt keine Nachteile. Das ist eine Sprachschicht, das ist ein Sprachniveau einfach. Es ist unterschiedlich. Also bei vielen Kindern ist es so, die können schon die türkische Sprache und die kennen auch die bestimmten, also manche Buchstaben, die nicht im deutschen Alphabet vorkommen. Aber manche kennen das auch nicht. Und wir machen zwischendurch auch so kleine Projekte mit den Kindern, wie letztens ein Buchstabenhaus haben wir zusammen gemalt und dann auch, das hat 2 Unterrichtsstunden gedauert. Mindestens, dass die Kinder auch die Bilder ausgemalt haben, aber auch dabei auch viel Türkisch gesprochen haben. Und Feedback von Kindern war so, dass zum Beispiel ein Kind mir gesagt hat, dass sie vorher das Wort Armut nicht kannte. Und jetzt wegen diesem Projekt oder durch dieses Projekt hat sie das auch kennengelernt, sagte sie, jetzt kenne ich auch die Wörter. Und dann sie hat mir so auf einmal 10 Wörter aufgezählt. Dann, das war schon für mich ein riesengroßer Erfolg. Erfolge sind ja immer ein guter Schritt, um weiterzumachen. Wie lange wird das Projekt denn noch laufen? Das hängt davon ab, wie wir weiter mit unseren finanziellen Möglichkeiten agieren können. Wir hoffen, dass es gar nicht aufhört, weil wir einfach sehen, dass es für die Kinder, für die Eltern und für die gesamte Entwicklung, so wie wir es uns auch vorgestellt haben, sehr gut ankommt und angenommen wird. Da kann man ja nur hoffen, dass es ewig so weitergeht. Kaktus Münster e.V. bedankt sich auf jeden Fall für die nette Kooperation und wünscht den Kindern und allen Beteiligten alles Gute.